Willkommen zurück zu Urban Empire. Wir sind in Neu-Dublin, wir befinden uns im August des Jahres 1963. Aidan Kilgannon ist Bürgermeister über Neu-Dublin, unsere Stadt, mit immerhin 17.342 Einwohnern. Oh, Industriegebiete sind gerade wieder deutlich nachgefragt. Der Bevölkerung geht's gut. Wir haben Knete ohne Ende. Guck mal, wie sich das entwickelt. Ansonsten, wenn es so bleibt, werden wir natürlich noch einen neuen Industriebezirk aufbauen. Wahnsinn, wie viel Industrie man hier braucht für so wenig Menschen, quasi. Bezirk verändern. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir verändern wollten. Dabei habe ich doch nur ein paar Stunden Pause gemacht. Änderung des Bezirks. Ich glaube, das war, dass wir jetzt hier bessere Straßen haben. Können wir hier nochmal eben gucken. Stadtdaten, Infrastruktur. Oder auch nicht, sondern Bezirke. Und dann sehen wir, genau, hier müssen wir unbedingt noch was machen. Industriegebiet, neue Industrie, Bahnhofsviertel. Würde ich eben gerne nochmal eine Woche weiterlaufen lassen. So. Pazifisten haben gewonnen. Rote Regeln Berlin ab. Das hatten wir schon. Mächtigste Atombombe der Welt wird gezündet. Die AN-602 wird mit der Kraft von 50 Megatonnen TNT explodieren. Sie wird damit die destruktivste Waffe aller Zeiten sein. So, gucken wir, ob das jetzt hier was verbessert hat. Ja, im Bahnhofsviertel, genau. Neue Industrie und Industriegebiet wollten wir noch machen. Dann machen wir erstmal Industriegebiet. Ja, ah nein, da müssen wir hin. Wir machen besseren Straßenbelag. Straßenbahn haben wir schon. Busnetz können wir noch machen. Und Parkuhr können wir eigentlich auch noch machen. Für alle Bezirke. Ach, Parkuhren senken das für alle Bezirke? Nö, dann nicht. Ampeln. Ampeln können wir noch machen. Bestätigen. Und auf Gittert. Das gleiche machen wir dann noch für den anderen Industriebezirk. Und dann können wir eigentlich auch wieder neuen Industriebezirke bauen. Das können wir eigentlich auch noch machen. Jetzt geht es gerade nicht. Antrag auf Änderung der Besteuerung. Die Partei der Mitte behauptet, dass die Elitebürger in Neu-Dublin unter unverhältnismäßig hohen Steuern zu leiden haben. Die Partei argumentiert, dass die Besteuerung verringert werden soll, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Bringen Sie im Rat einen Antrag ein, den Steuersatz für die Elitebürger zu senken? Nein, können wir nie sagen. Also ja, und wir unterstützen den Antrag auch, aber trotzdem wird es wohl nicht durchkommen. Genau, das ist der Plan. Und es ist schon wieder Bürgermeisterwahl. War das nicht gerade erst? Gefühlt war das gerade erst. Dann müssen wir hier nochmal wieder draufklicken. Ja, aber diesmal sieht das gut aus. Wunderbar. Alles im Lot. Gut. Gerade ein bisschen sprachlos. Erstmal gucken, was passiert. Und dann machen wir die Bezirksveränderung. Das kommt auf jeden Fall durch. Wunderbar. Dann haben wir hier Besteuerung ändern. Das wird wohl nicht durchkommen. Tja, hat die Partei der Mitte Pech gehabt. Und dann haben wir hier noch Unterhaltung. Seit dem Weltkrieg haben sich Technik und Kultur extrem schnell entwickelt. Die Stadtverwaltung debattiert, wie sich das Leben in der Stadt aufgrund des neuen Tonfilms ändern wird. 64, wenn jetzt erst Tonfilm. Was denken Sie? Der Tonfilm wird die Welt zu uns nach Hause bringen, wird für neue Rollenvorbilder sorgen oder Tanzclubs werden die Welt fröhlicher machen. Ja, sagen wir natürlich das. Aiden sagt das. Oder auf den Wert Spaß für irgendwas plus 2. Wahrscheinlich die Nylonstrümpfe, ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber hm. So, und dann müssen wir hier noch verändern, das bestätigen. Dann machen wir hier natürlich die Kopfsteinpflaster. Und elektrische Straßenbeleuchtung können wir hier eigentlich auch mal machen. Oder, ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Busnetz können wir machen. Stadtbahn haben wir hier auch noch nicht. Und dann machen wir hier noch die Ampel. So, Infrastruktur bestätigen, Dienstleistung und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Prozedere natürlich. Bis zur kalten Vergasung machen wir das hier. Also bis zum Spielende werden wir das immer so schön weiterbehalten.
Schön. Und dann kommt gleich das Recht zum Schwangerschaftsabbruch. Stimmen werden gezählt und das ist auch wieder eine klare Sache. Sehr gut. Bonus für Frauen auf Gesundheit und Sicherheit sowie die Denkleistung, die erhöht wird. Das ist auch gut. Abtreibungen legalisiert, zumindest fürs Erste. Interessenvertretungen für Frauen haben erfolgreich argumentiert, dass die Sicherheit, Gesundheit und wirtschaftliche Absicherung von Frauen besser geschützt werden, wenn sie die Möglichkeit besitzen, Schwangerschaften zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu beenden. Das haben Frauen schon immer getan, sagt ein Arzt. Jetzt können sie es allerdings endlich tun, ohne Leib und Leben zu riskieren. Stattdessen werden sie medizinisch kompetent betreut und riskieren weder eine Gefängnisstrafe noch soziale Ächtung. Mit einem Affenzahn ins All, die USA bereitet den Schimpansen Ham auf eine Reise in den Weltraum vor. Tito droht mit Invasion, nutzt Kuba-Krise als Ablenkung. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Präsident Tito ins Borrelia einfallen wird. Okay, das wäre ja nicht so nett. Dann sehe ich hier, wir haben auf soziales Leben nur noch 9. Das ist gefallen. Warum ist das gefallen? Schauen wir mal, ob wir hier eine Verordnung haben, womit wir das soziale Leben vielleicht noch erhöhen können. Das ist alles Sicherheit. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich gucke jetzt ja einfach nur so generell durch. Aber das ist alles nicht soziales Leben. Dann hier geht das sogar nochmal runter. Hier geht's hoch. Unterstützung der Familienplanung wäre vielleicht noch etwas. Gut, da sollte es auch nicht hochgehen. Hier. Das machen wir. Dann machen wir lieber das hier. Wir werden die Prostitution verbieten. Auch wenn dann der Spaß runtergeht, der Spaß ist noch hoch genug. Ja, Verbot von Prostitution. Wer hätte das gedacht, dass wir das jetzt hier doch nochmal fordern, nachdem es ja jetzt das letzte Mal nicht durchkam. Werden wir es jetzt doch versuchen, durch den Stadtrat zu bringen. Jetzt wird aber erstmal hier der Bezirk verändert. Die Nachfrage ist auch runtergegangen auf +3. Dann tendiere ich dazu, erstmal keinen neuen Bezirk zu bauen. Zumal ja auch das Geld hier wieder deutlich runtergegangen ist. Haben wir noch irgendwas? Oh, jetzt wird wieder über den Bürgermeister abgestimmt. Aber das ist eine ganz klare Sache. Die Christdemokraten natürlich wieder dagegen. Und die Zentrumspartei. Der Rest ist für uns. Sogar die kommunistische Partei, der eine. Wahnsinn. Sehr schön. Und dann geht es jetzt hier weiter. Ansonsten können wir natürlich... Wieso geht das jetzt so weit runter? Und Unterhaltung voneinander trennt. Hat von beidem keine Ahnung. So, wir haben jetzt die Unterhaltung erforscht und damit kriegen wir präventive Zensur, also neue Verordnung, Tanzclubs, Unterhaltungselektronik, Musikläden, es gibt den Tonfilm, erhöht in manchen Branchen den Absatz, Erotikläden, die Erotikbranche und Sportplätze können wir jetzt bauen. Erhalten Gesundheit und soziales Leben, wunderbar, dann bauen wir das dann wahrscheinlich auch. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ja, da fehlt uns nur noch Nylon. Das machen wir natürlich. So, dann Spielplatz. Ist keine Institution. Dann würde ich dazu tendieren, das auch wieder... Obwohl, hier haben wir jetzt auch schon so viel. Wir haben überall schon so viel platziert. Dann können wir hier mal wieder was platzieren. Nee, in der Innenstadt können wir mal wieder was platzieren. Ja, das passt. Und dann hätten wir gerne Spielplätze. Oder, warte mal, was kriegen wir denn eigentlich? Kriegen wir denn durch Telefonzellen? Okay. Busnetz, Stadtbahn, Park, wo hatten wir schon? Schönen Mülleimer. Okay, dann hätten wir halt gerne hier und den Spielplatz. Oh, wobei Sportplätze sind besser. Sportplatz. Stimmt, nicht Spielplatz, sondern Sportplatz. Sportplatz ist eine super Sache. Den bauen wir hier mal hin. Bestätigen. Hier, Moment. So wird er aussehen. Schicke Sache. Bestätigen und vorschlagen. Und wir können sogar Privatvermögen einsetzen. Wunderbar. Also jetzt sollte es doch wieder auf 10 hochgehen. Plus 6 soziales Leben. Nö.
geht nicht hoch. Wertstoffhof. Eine Gruppe Studierender, die aussehen wie Hippies, besuchen sie in ihrem Büro. Wie sich herausstellt, studieren sie Umwelttechnik und sind besorgt über die in der Stadt anfallenden Müllmengen. Sie schlagen vor, in Neu-Dublin einen Wertstoffhof zu bauen, um die Menge des Mülls zu reduzieren. Was tun sie? Ja, großartige Idee. Unser Prestige ist gestiegen um einen. Warte, dann müssen wir jetzt noch einen Wertstoffhof bauen. Ist das eine Institution? Nö. Gut, dann müssen wir warten. Verbot von Prostitution. Diesmal kommt's durch. Ganz locker. Genau, so nach letztes Mal hat es nicht funktioniert. Und gucken mal, ob das jetzt was gebracht hat. Nö. Vietnamkrieg machen wir gleich. Erstmal möchte ich gerne noch gucken. Wertstoffhof plus 5. Haben wir noch Platz? Nicht so wirklich. So. Und Wertstoffhof. Müssen wir dann ja hier irgendwie noch mit. Welchen Bezirk bin ich jetzt eigentlich gegangen? Innenstadt. So. Entschuldigung. Bezirk verändern. So, alles nicht so. Es ist ganz schön warm jetzt hier. Mal diese Ausreden. Bestätigen. Bestätigen. Wertstoffhof. Plöpp. Bestätigen. Vorschlagen. Normale Abstimmung. In Ordnung. Vietnamkrieg. Sie halten eine Rede zur Feier des 140. Stadtjubiläums von Neu-Dublin und des 20. Jahrestags der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Die Nachrichten haben sich in letzter Zeit häufig mit dem Vietnamkrieg beschäftigt. Welches Thema scheint Ihnen von diesem Hintergrund angemessen? Sie sprechen darüber, wie wichtig Verständigung ist. Sie sprechen darüber, wie wichtig Liebe ist oder wie wichtig Freiheit ist. Wir sehen natürlich die Liebe. Die Welt hat sich verändert und sie inspirieren die Bürger und Bürgerinnen dazu, sich auf die bedeutsamen Dinge zu konzentrieren. Freunde, Familie und Liebe. Sie sind sicher, dass sich der von Ihnen geprägte Satz Think, Love, Not War der Öffentlichkeit einprägen wird. So, soziales Leben nochmal plus 2 für die gesamte Stadt. Also jetzt muss es hier doch mal auf 10 gehen. The Bugs. Eine britische Rockband namens The Bugs ist zurzeit in Neu-Dublin mit Hits wie Sleaze, Sleaze Me oder Can't Buy Me a Burger sehr beliebt. Was halten Sie von dieser Popmusik? Was ist jetzt Rock oder Pop? Musik Spaß macht und ist lebendig. Erhöht wieder den Spaß und wir kriegen fortschrittlich. Wieso geht das nicht auf 10 hoch? Ich glaube fast, das geht gar nicht. Nylon. Frauen sind ganz verrückt nach Nylonstrümpfen. Da sie nicht vor Ort produziert werden, sind Nylonstrümpfe noch immer eine Rarität. Was sollen wir tun? Anfangen sie zu importieren, die lokale Produktion unterstützen oder einen lokal produzierten Ersatz zu finden. Nö, wir stellen die selber her, ist doch klar. Der Effekt. Größe des überlebensrelevanten globalen Marktes für Textilien ist gestiegen und ja, die Frauen können weniger Geld aufbringen. Okay. Aber ich hätte gerne hier Dinge wieder auf 10. Das ist doch seltsam. Okay, uns fehlen noch 3, die zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht kriegen wir. Die müssten wir jetzt ja hier durchkriegen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Das ist der Wertstoffhof. Oh, das ist ja der Wertstoffhof. Vielleicht können wir einfach die Finanzierung ändern. Dienstleistungsfinanzierung. Und dann haben wir hier Sportplatz. Na. Hallo, Sportplatz. Einmal hoch. Geht dann um 10.000 hoch. 20, 30, 40. Ja, da können wir auch voll machen. So. Und Museum bringt nichts. Theater. So, machen wir das mal so. Ein bisschen mehr Geld in die Sachen investieren. Müssen wir nicht immer neue Sachen bauen. Da gibt es immer so schön viel zu bauen. Ihr seht, wie voll das hier schon alles ist. Da ist kaum noch Platz für Wohnhäuser. So, Änderung der Finanzierung wird gerade heftig
nichts drüber debattiert. Als erste kommerziell attraktive Synthetikfaser leitete Nylon eine Moderevolution ein, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und Verfügbarkeit legte. Die Stärke, Elastizität, Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und das geringe Gewicht des Materials halfen den Alliierten, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Ist das so? So, wir kriegen Nylonstrümpfe und Bikinis und drei neue Verordnungen. Die werden wir uns dann natürlich anschauen. Und wir sind mit Epoche 3 jetzt endlich durch mit der Forschung und können jetzt hier endlich auf die 4. Und jetzt wäre auch Kunststoff möglich, das Messezentrum, soziales Leben und Bildung, wunderbar. Wir machen Kunststoff. Haben uns ja gefehlt, durch den, da haben uns ja die Nylonstrümpfe gefehlt, ohne Nylonstrümpfe kein Kunststoff. Erfolg! Die Studenten der Umwelttechnik waren überglücklich, dass der Wertstoffhof wie versprochen gebaut wurde. Sie halten sie für einen großartigen Bürgermeister. Das ist doch was. Das ist doch schön. Und hier geht auch die Industrie geht wieder hoch. Wir werden dann ein neues Industriegebiet bauen. Ich weiß nicht, warum auf einmal das Haushaltskonto so niedrig ist. Ich meine, ja, wir haben jetzt viel gebaut und so, aber... Ziehen wir hier oben weiter? Was ist das eigentlich? Hier sind Felder. Okay, schick. Oder machen wir hier ein neues Industriegebiet hin? Das ist ja eigentlich auch albern. Wachsen wir dann nach hier weiter? Ja, hilft ja nichts. Beziehungsweise... Wir bauen ihn hier oben hin, glaube ich. Das fände ich schicker. Zu groß und ungültig. Oh, das hätte jetzt fast funktioniert. Die Ecke noch weg. Nee. Na komm, vorhin hattest du es doch. Jawohl. Unser neues Industriegebiet. Hektar, kriegen wir es noch ein bisschen. Das sieht doch auch ganz gut aus. Ne, das geht nicht. Okay, dann machen wir das Ganze so. Raumplanung bestätigen. Nur Industrie. Und da kommt natürlich... Muss ich das jetzt für alle extra aktivieren? Das alles mit rein. Wir machen jetzt hier mal schon mal Kopfsteinpflaster oder machen wir machen schon mal Steinstraßen draus. Würde ich sagen, den Rest brauchen wir noch nicht. Und bestätigen. Ja, Bezirk vorschlagen. Ach komm, wir machen eine Eilabstimmung. Die zwei Prestige, die geben wir mal aus. So, Finanzierung von Theater und Co. Sind aber doch drei Parteien immerhin dagegen. So. Ah, und jetzt sind wir hier auch wieder auf 10. Wunderbar. Na, auf die Stadt wollte ich gehen. Und neuer Bezirk. Das geht ja wirklich schnell. Zack, bevor die Nachfrage nämlich wieder runtergeht. Abstimmung beginnen. Das sieht auch gut aus. Sogar die Christdemokraten sind dafür. So. Und beenden. Sehr gut. Triesenau, nein, so heißt das nicht. Der heißt... Oh, ich habe auch vergessen, den auf hoch zu stellen. Das ist ja was. Und dann möchte ich den eigentlich gerne noch umbenennen. Da muss ich wahrscheinlich wieder warten, bis jetzt die Abstimmung dazu vorbei ist. Macht ja Sinn, das eigentlich gleich auf hoch zu stellen. Kunststoff. Der Rektor der Universität kommt in ihr Büro und sagt: Bürgermeister, ich habe ein Wort für Sie, nur ein Wort. Kunststoff. Es wird die Welt verändern. Wie soll die Stadt damit umgehen? Ach klar, wir unterstützen das, ne? Erhöht die Denkleistung, plus 5. Und ich habe vergessen, dass wir uns ja noch die Verordnung angucken wollten, die neuen. Das machen wir noch schnell. Lockerung von Kleidungsvorschriften. Einige Menschen brauchen länger als andere, um den Entwicklungen der Zeit zu folgen. Während die einen neue Mode als Befreiung von der Tradition betrachten, ist für die
Ist sie für andere eine Bedrohung eben jener Traditionen, die nichts als sittlichen Verfall mit sich bringt? Erhöht Spaß, senkt soziales Leben und Parteien werden besser gewählt. Gesetz, was bringt denn einen Bonus, dass die Partei für diese Partei stimmt, wenn das für alle Parteien gilt? Kann man sich den auch komplett sparen. Gesetz zum Verbot von Bikinis. Zeig, was du hast. Nicht jeder denkt so. Einige halten die Zuschauer, die zur Schaustellung von zu viel Haut, für eine Rückkehr zu primitiven Wertvorstellungen und für ein Zeichen der Sexualisierung der Gesellschaft. Okay, Frauen finden das nicht so gut. Die ist auch wieder dieser Pfeil. Aber die Senioren finden das dann gut, okay. Verbot des Tragens von Hosen für Frauen. Bei manchen Dingen wird nur sehr langsam ein Fortschritt erzielt. Die Traditionalisten wollen die bestehenden Geschlechterrollen beibehalten. Wird Frauen erlaubt, Hosen zu tragen, ist es für sie eine Bedrohung. Okay, gibt ein bisschen Sicherheit. Und präventive Zensur der Unterhaltungsindustrie. Die Erfindung leistungsstarker Kommunikations- und Unterhaltungstechnologie macht eine Zensur fragwürdiger Inhalte wichtiger denn je. Eine präventive Zensur stellt sicher, dass die Bevölkerung nur jene Inhalte der Unterhaltungsindustrie kennenlernt, die erwiesenermaßen unschädlich sind. Diese Art von Einschränkung des künstlerischen Ausdrucks könnte von manchen allerdings als Unterdrückung angesehen werden. Geht der Spaß runter und auch das persönliche Wachstum geht runter, dafür wird auch hier wieder die Sicherheit erhöht. Alles schöne Sachen, die wir aber nicht machen werden. Ja, kommen wir aus dem Minus jetzt dann wieder raus. Hier sind wir immerhin überall auf 10. Das findet jetzt beim nächsten Mal raus, wenn sich unser neues Industriegebiet Triesenau füllt. Vielleicht lassen wir den Namen auch einfach so. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.